Sü, Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück in der, wie heißt das Spiel nochmal? Long Dark, genau. Es windet draußen, das heißt, wir werden nicht rausgehen, jetzt gerade mal eben. Was sagt denn eigentlich hier das Gedärm? Das Gedärm ist zu 11%, der Wolfspelz um 8%. Ich glaube, wir gehen als nächstes mal, wir nehmen die Flinte mal mit, also morgen, wenn wir wieder rausgehen. Wir wollten ja die Fallen aufstellen, für die Karnickelfallen, wir wollten aber auch noch ein bisschen Wolf jagen gehen. Das heißt, 8 Stunden Dunkelheit übrig. Das habe ich ja perfekt getimt. Hätte gar nicht schlechter laufen können. Wir schlafen einfach 8 Stunden weiter. So. Und dann können wir uns vielleicht auf dem Weg nochmal den einen oder anderen Wolf eben kurz mitschnetzeln. Und dann lohnt es sich schon bald ein Feuerchen anzumachen. Weil wir ja. Toll, schon wieder Scheißwetter, ey. Nur Kackwetter heute. Erinnert mich an die letzte Woche so ein bisschen. War auch nur Kackwetter. Und der Boden sah dann auch ziemlich nach Kacke aus. Wahrscheinlich bestand er auch zu 50% aus Kacke, allerdings aus Kuhkacke und nicht aus humaner Kacke. Ja, es klingt merkwürdig, aber es ist so. Und irgendwie wird das Wetter einfach wieder nicht besser. Aber ich habe jetzt gerade mal voll Bock, mir das draußen anzugucken, wie es jetzt hier gerade draußen aussieht. Ob wir wieder so einen krassen Schneesturm haben oder was jetzt gerade hier los ist. Ich wollte gerade sagen, boah, war es ein Schneesturm. Na, hier sieht man aber nicht mehr viel, du. Jetzt haben wir aber den Flintenpeter gar nicht eingepackt, deswegen gehen wir noch mal ganz kurz eben rein. Und gucken mal ganz kurz eben, wo hat man den denn deponiert? Ich glaube bei der Munition, ne? Hallo? Flintenpeter? Da ist er ja. Flinty! Lass uns Flinty und Roma spielen. Oder was, Flinty und Römer? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tun wir mal so, als ob der Wolf da hinten der Römer ist. Was quietscht denn da? Okay, da ist schon mal ein Hirsch. Hirsch wollen wir nicht. Wir wollen zum Hasen, zum Hasenhügel da drüben. Erstmal ein paar Meter machen. Ausdauer hält sich einigermaßen konstant. Bis sie weg ist, dann hält sie sich auch konstant weg. Sie kommt von alleine nicht mehr wieder. Boah, diese Ausdauer, ne? Gut, dann stellen wir da jetzt gleich ein paar Fallen auf und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch einen Wolf finden. Denn ich habe gehört, Wölfe stehen total auf eine Bleibehandlung. So ein Druckpiercing quasi. Das ist aber echt gerade katastrophal wenig los hier auf dem Eis. Wie kommt denn dieses, jenes, eines eigentlich? Hier war sonst immer alles voll mit Rehen und Wölfen und Karnickeln. Und Bären natürlich nicht zu vergessen. Ich sollte echt mal meinen Bildschirm putzen. Jedes Mal, wenn ich hier so einen schwarzen Fleck irgendwo hinten am Horizont sehe, denke ich, da läuft was. Aber dann bewege ich mich ein bisschen und sehe, oh cool, der schwarze Fleck kann fliegen. Und bleibt offensichtlich auf derselben Stelle am Monitor. Also wird das wohl nichts mit dem Spiel selber zu tun haben, sondern eher mit einem nicht geputzten Bildschirm. Vielleicht sollte ich wirklich mal sauber machen. Dann fällt mir auf, dass das Spiel eigentlich viel heller ist. Und jedes Mal, wenn ich im Gebäude bin, dann tatsächlich was sehen würde, wenn da nicht so eine 10 cm dicke Staubschicht drauf wäre. So, ist da ein Karnickel in der Falle drin? Ich sehe 3 Stück fröhlich durch die Gegend tirillieren. Die Falle sehe ich immer noch nicht. 4 Stück sind's. Also die Falle wird ja echt erst spät irgendwie reingeladen. Genauso spät wie das Gras vermutlich. Blöpp, noch später. Sie ist übrigens noch ganz. Sie hatten bislang noch nicht das, Interesse dazu irgendwie. Möchte ich wirklich zu dieser Hütte gehen? Ich meine, es müsste ja eigentlich sicher sein, dahin zu gehen. Weil, naja, die hat ja auch irgendjemand dahin gebaut. Da können wir doch nicht einbrechen, oder? Ich hab total Schiss davor. Ich gehe da nicht hin. Wir haben ja alles.
So, platzieren wir das Ding mal hier. Dieses Ding platzieren wir mal. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, guck mal, wie süß der da sitzt. Naja, lassen wir ihn mal. Das wäre jetzt Verschwendung. So. Und die letzte Falle tun wir mal einfach hier hin. So, das sieht gut aus. Wenn die hier nicht reinrennen, dann weiß ich es auch nicht. Dann werden sie wahrscheinlich nirgendwo irgendwo reinrennen. So, wo gehen wir denn jetzt gerade mal kurz hin so lange? Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz eben ein bisschen Wolf jagen. Da hinten sind zwei Rehe. Drei Rehe sogar. Aber kein Wolf. Aber hat mir doch einer einen Wolf, du. Mich würde ja mal interessieren, ob man die runterschießen kann. Ich glaube allerdings nicht. Und so reicher Munition bin ich dann nun auch nicht, dass ich das unbedingt mal ausprobieren möchte. Wir haben ja nur noch 30 Schuss. Apropos 30 Schuss, was ist eigentlich der Zustand von der Flinte? 98%, das ist natürlich jetzt auch nicht mehr so viel. Was trinken wir eine Option? Haben wir auch noch ein bisschen was da. Hervorragend. El Presidente. Sie hätten... Oh, jetzt habe ich gerade mal wieder Bock, ein bisschen Dingsbums zu spielen. Wie ist er noch gleich? Nicht Dictator Simulator, sondern Tropico, das war es, genau. Ist mir selber eingefallen, hat mir keiner vorgesagt. Da hinten sind... Nö, hier kommt gar nichts mehr. Da sind noch... Eins, zwei... Drei, vier. Vier Hirsche, aber kein Wolf. Klar, wenn man einmal Wölfe jagen gehen, dann haben die natürlich wieder keinen Bock. Super. Und ich glaube, das Eisfeld hier ist das einzige, wo Wölfe überhaupt sind. Ah, da hinten. Ich erinnere mich, aber bis wir da sind, dauert das noch ein paar Jahre. Da kommen wir vielleicht mal hier kurz am Hügel vorbei. Vielleicht hat sich ja gerade so ein Bugs gedacht, er möchte da mal ganz gerne rein. Jo, wo die Ausdauer. Gibt es irgendwas, was die Ausdauer vielleicht irgendwie ein bisschen schneller anhebt? Außer schlafen? Keine Ahnung, so. Also diese Hasen, die verscheißern mich doch jetzt hier ernsthaft. Hier sind überall Fallen und die haben einfach keinen Bock, da mal irgendwie rein zu joggen. Ey, die werden aber echt verdammt spät erst geladen. Warum ist das so? Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Warte mal, Option. Anzeige. Ultrafenster metrisch, 24 Stunden. Ein, normal. Aus, deutsch. Ja. Na super. Ich glaube, wir können in 2 Tagen mal wieder kommen. Dann dürft ihr aber drin liegen. Vorher wahrscheinlich eher nicht. Da hinten zu der Hütte möchte ich übrigens gerne gehen. Da hinten müssten eigentlich relativ viele Wölfe on Tour sein. Aber bis wir da sind, sind glaube ich auch wieder 2 Folgen rum in dieser unglaublichen Geschwindigkeit, in der wir uns hier fortbewegen. Was passiert denn jetzt mit dem Eis hier? Ist auf einmal so weiß geworden. Krieg ich gerade einen Sonnenstich oder sowas? Ah, schön, es schneit. Super. Hervorragend. Ich könnte mir gerade gar nichts Schöneres vorstellen. Wie zum Beispiel kein Schnee, sondern Sonnenschein. So, dann können wir doch mal gucken, ob wir vielleicht auch noch irgendwelche Bartflechten übersehen haben. Ach, hier sind wir windgeschützt, das ist schön. Und hier haben wir einen Tannenast. Da können wir natürlich nicht viel mit anfangen mit dem Tannenast. Aber Stöcker können wir natürlich gerade mal ein bisschen mitnehmen.
unser kleines improvisiertes Feuer nebendran. Den Zweig können wir auch nochmal ganz kurz eben schnell auseinanderknüppeln. Da haben wir was zu tun. Da hat er jetzt aber Glück gehabt. Oder andersrum, ich. Hätte ja auch ich sein können. Scheiß die Wand an. Voll daneben. Egal. Früher oder später gehörst du mir. Ich brauche einen neuen Bettvorleger. Ich habe ihn ja nicht mal getroffen. Da hinten ist er. Ich glaube, er kommt in meine Richtung. Das gibt's doch nicht! Für dieses blöde Kackvieh brauche ich jetzt 3 Schüsse oder was? Ja, mindestens. Noch liegt er ja nicht, ne? Ey! Jetzt reicht's aber. Der Lauf ist doch krumm. Wie peinlich das jetzt gerade ist, einfach mal. Ey, 3-mal volle Motte daneben geschossen, ey. Eieieiei. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen beschämt. Ach komm! Ohne Kack, das Ding ist krumm. Damit kann man nichts treffen. Ja, super. 0,4 Kilo. Ich glaube, ich schmeiß die Scheißflinte jetzt bald weg und benutze wieder einen Bogen. Da steht das Mistvieh da und ist sehenruhig an einem Kanickel am Rumkauen. Ich hab keine Lust mehr. Vergiss es, das wird nichts. Allerdings ist hier noch ein Kanickel dran. Ist schon mal schön. Haben wir wenigstens etwas. Wei, oh wei, ey. Das ist ja jetzt gerade mehr als peinlich. 5 Schuss. Komplett verschwendet. Nicht einmal getroffen. Hier saftet nix. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen hier mal ganz kurz Päuschen. Das ist nämlich irgendwie ist das gerade ein bisschen kack hier. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, vielleicht treffe ich dann irgendwas. Ich wage es zwar irgendwie zu bezweifeln, aber schauen wir mal. Also, bis dann, reingehauen und tschüss!